Hi Leute, wir machen heute ein Video über die Insel Speeder und machen auch das Gameplay von dem Boss-Event, die ist nördlich von Vern. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch? 1:42, wir gehen mal kurz die Mokokos ab. Let me think about it here. Man geht hier über die Steine, wo ihr mich gerade seht. Links, rechts, links und nach links. Also da sind so Steine im seichten Gewässer, da sind zwei Mokokos. Da oben die beiden. Dann gibt's die dritte direkt links von dem Verwalter an der Palme. Das ist genau hier oben. Und die andere war hier rein, hier unten. Und hier hinten durch. Also wir befinden uns jetzt hier bei der, da ist eine. Das ist halt einfach diesen Stein durch seichte Gewässer, diesen Steinstraßen folgen. Und dann habt ihr die. Entry Point für den war so hier und Entry Point für den war irgendwo da in der Ecke. So, wir haben noch 15 Sekunden. Das heißt, ich stelle mich nochmal vor euch auf die linke Seite kurz. Hier, da geht's beim linken rein. Und das sind halt die 5 Mokokos von der Speeder-Insel. Und wir müssen jetzt im Event dieses Ei hier kaputt machen mit Bergbau und danach kommt dann noch ein Ei raus und noch ein Ei und noch ein Ei und dann kommt da ein normales Ei raus, so ein Monster-Ei, was ihr kaputt machen könnt und danach kommt ein Boss und das braucht locker 10 bis 15 Minuten. Und da haben wir dann eine Chance, das Inselherz zu bekommen. Das ist ein relativ langweiliges Event, also wenn ihr euch das Abbauen nicht antun wollt, dann müsst ihr an der Stelle nicht weiter gucken. Auf jeden Fall, ihr müsst das dann halt für die Inselmarke leider selber machen. Nehmt auf jeden Fall zwei Spitzhacken mit grüne reichen Dicke aus. Einfach zwei grüne Spitzhacken und so und ihr bekommt dafür auch leider nur ein EP jeweils. Ihr verbraucht aber auch nur ein Bergbauenergie und ja, wie gesagt, das Event ist ziemlich annoying. Zumindest was so den Zeitaufwand und den Reward angeht, wenn ihr nichts bekommt, ne? Manche Leute sind halt lucky. Ich habe das Event jetzt schon öfters gemacht und ich habe einfach keinen Luck mit der Marke. Dementsprechend Ripperino. Oh, wir hatten sogar einen Erfolg. Wahnsinn, das bringt so viel bei diesem Einbergbau-EP-Ding, wo nichts rauskommt. Und ihr seht jetzt gleich, also gleich wird halt erstmal dieses erste Ei kaputt gehen. Wenn das dann kaputt ist, gehen wir in das zweite. Das ist halt ein Stück kleiner. Und ich weiß, ich könnte skippen, aber ich wollte einfach, ich lade es einfach als Ganzes hoch. Ihr seht schon, das Ei hat an der Stelle 3 Minuten fast durchgehalten. Und die sind gefühlt alle gleich tanky.
What am I even doing here? Packt schneller, meine Freunde. Das Ei könnte noch die Risse schließen und HP regenerieren. Wie Menschen das wäre möglich, da ist das erste durch. Hat nur 3,5 Minuten gekostet. Ich bin mir nicht sicher, wie du das mit Diamant packen kannst. Ich gehe einfach mal potenziell davon aus, dass du vielleicht später einen Skill vom Bergbau bekommst, der es dir ermöglicht, das hier zu beschleunigen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also zurzeit scheint das ziemlich unmöglich, das in Diamant abzuschließen. Das Ei sieht halt so aus, als ob es eine Rakete aushalten könnte und Explosionen, Sprengstoff, alles, wisst ihr. Also da so oft, wie du da mit der Spitzhacke drauf haust. Sehr solides Material, aus dem das gebaut ist. Ich kann Abbaubomben einsetzen. Ach so. Das kam sogar als Tipp, Abbaubomben. Also, okay, der Tipp wird mir gerade unten angezeigt. Es gibt also Minenbomben. Interesting. Naja, und jemand im Chat hat mir gerade verraten, dass man dafür Level 30 sein muss. Also ab Level 30 bekommt ihr irgendwelche Bomben, die ihr dran setzen könnt und die explodieren dann und dann ist es wahrscheinlich schneller. Heißt, es ist vielleicht so ein Event, was so early gar nicht so taktisch ist. Haben wir mal wieder was Neues gelernt. Aber wir hauen trotzdem weiter auf das Ei ein. Wir sind schon mal hier, ja. Wir haben Bock. Wir tun uns das an. 15 Minuten Brain AFK PPG Bergbau. Und mit etwas Glück haben wir die Hoffnung auf eine Inselmarke am Ende. Damit sich die Zeit vielleicht wenigstens gelohnt hat. Wie gesagt, wenn euch das so nervig ist, ist halt der Tipp wirklich, wartet bis ihr diese Minenbomben habt, damit sollte das schneller gehen. Ich glaube zurzeit hat keiner Life-Skills so hoch. Es gibt zum Beispiel auch auf der, ich glaube das war Insel des Versprechens, einen Stein hinter dem Mokokos liegen, wo man zurzeit, also ich gehe davon aus, dass die meisten noch nicht dran gekommen sind, dafür braucht ihr auch eine Bombe. Also da kommt ihr, glaube ich, nicht ohne Bergbau 30 bei. Ich hatte mich nämlich auf der Insel des Versprechens gefragt, wo mir die zwei Mokokos fehlten. Und habe mich nochmal schlau gemacht und da kam ich auf die Erkenntnis, dass da ein fetter Klotz im Weg steht. Aber ihr merkt hier, das ist halt die wahre Bedeutung von Grind, ja. Ihr seht hier die wahre Bedeutung von Grind. Grind heißt, ihr macht's die ganze Zeit immer und immer wieder. Wir schwingen immer und immer wieder unsere Spitzhacke. Und das bringt uns irgendwann dann zum Erfolg. Das Ei ist so tanky, da ist das nächste kaputt und wir sind einfach nur vom nächsten. Never ending story, die erste Spitzhacke ist gleich durch. Ihr seht schon oben rechts, sie ist gelb. Die Leute weinen schon, ja, sie können schon nicht mehr die G-Taste spammen. Die ersten sind schon reparieren gegangen. Wie lange halten die Spitzhacken? Wird der Stein gewinnen oder die Spitzhacken? Wann kommt der Surrender Vote? Ich mache mir da gerade einen Spaß draus, okay? Das ist so,
Ja, ich hätte glatt gesagt, die langweiligste Art von Content wahrscheinlich, wenn man 10 Minuten auf Steineier draufschlägt. Let's go. Irgendwann müsste unsere Spitzhacke auch am Ende sein. Aber ist prinzipiell eine klasse Idee, okay? Mag vielleicht auf Dauer langweilig sein, wenn man kein Glück hat, aber ist eine klasse Idee, sowas zu machen. Weil das bringt die Leute wenigstens dazu, was anderes zu machen, als nur stumpf auf den Boss drauf zu hauen. Es ist auch keine krass besondere Mechanik, die irgendwelche grandiosen Reflexe oder Aufmerksamkeit erfordert. Man kann sich potenziell Musik dazu anmachen und einfach chillen. Ja. Oder halt, wie ich ein Video darüber aufnehme, wie man so ein Ei haut. Ah, super gut. Ich warte eigentlich nur auf den Moment, dass meine Spitzhacke durch ist und ich durchwechseln muss zum nächsten. Ja, wir haben nur noch 10 Minuten. Da wird schon darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Zeit langsam schwindet, Leute. Das Ei wird überleben, da ist die Spitzhacke durch. Wir wechseln. Nächste Spitzhacke. Rein da! Auf! Tja. Wenn man sich jetzt überlegt, dass da jetzt gleich noch eins kommt, da ist es. Ja, wenn wir drüber reden. Und das ist das Letzte, was wir mit der Spitzhacke machen müssen. Danach können wir endlich Fähigkeiten auspacken. Ich wäre so froh, wenn ich endlich diese Inselmarke bekommen würde und damit fertig wäre. Das wäre so ein Segen. Wenigstens haben wir liebenswürdige Teammitglieder, ja? Ja. Richtig geiler Content. Puh, ja, ich weiß, so langsam geht mir auch die Stimme aus. Es kann sich nur noch um Minuten handeln.
spam die Taste auch einfach durch, damit ich Insta wieder draufhauen kann. Komm, please. Brech endlich. Ich gebe mir hier so Mühe. Ich gebe mir hier so Mühe. Wir haben nur noch 6 Minuten. Es wird Zeit. Wir müssen den Boss gleich einfach wegnuken. Wahrscheinlich ist der Boss wirklich auf der Insel das kleinste Übel. Der eine sagt schon, Rip, wenn es jetzt das Talk nicht gibt, der weiß gar nicht, wie oft ich hier schon drauf ist. Ich glaube, das ist schon das 4. oder 5. Mal. Jetzt machen sich die ersten schon Sorgen. Der Boss ist nicht so schwer. Erstmal das Ei kaputt haben. Bergbau FTW. Move it, genau. Schneller, schneller, Arbeiter. Wir müssen das Ei zerstören. Alles für den Loot. Wo ist meine Bezahlung? Der Auto-Tacken das erstmal nur. Ich habe keine Ahnung, ob das erst eine HP-Anzahl hat, aber wir hauen alles auf den Boss gleich raus. Wir buffen uns beim Boss einfach richtig hoch. Nice. Aber zeitlich sieht es gut aus. Ich meine, 4 Minuten und wir haben ihn schon jetzt gleich auf die 15. HP-Balken runter. Man muss ein bisschen aufpassen. Der verschießt halt so einen grünen Laser. Der ist euch vorhin vielleicht aufgefallen. Die Bälle finde ich nicht mal schlimm. Aber wenn der grüne Laser kommt, dann ist Schluss mit lustig. Da ist der grüne Laser, wie ich ihn nenne. Da kommt halt dieser grüne Strahl oben raus und der tut richtig weh, wenn er trifft, Leute. Der tut richtig weh. Ich meine, klar, es ist trotzdem ein Boss. Er tut auch so mit den Normal Attacks weh, aber der grüne Laser, der gibt es euch so richtig, okay? Wir haben es fast geschafft. Und wir haben mal wieder keine. RIP! GG. GG's. Hat sich richtig gelohnt für die 1000 Silber oder was wir da bekommen haben.
Super gut. Und ja, Leute, das war's dann auch für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.